Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Freedom Cry. Im letzten Part haben wir unser eigenes Schiff geholt und ein Sklavenschiff befreit, hatten dann noch ein paar Seekämpfe. Und eigentlich habe ich euch das alles schon erzählt, nämlich das Spiel ist abgestürzt. Deswegen Monsieur Adwale, geht es jetzt hier weiter. die Maroon haben euch für ihre Sache gewonnen. Augustin weiß eure Hilfe zu schätzen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch fortsetzen kann. Doch die Maroon sind hervorragende Krieger. Augustin hat mich mit allem versorgt, was ich brauchen könnte, bis ich zu meinen Brüdern zurückkehre. Dann glaube ich, ihr schuldet mir ein Paket. Geduldet euch noch eine Weile. Zur Sicherheit. Ihr steht nicht zu eurem Wort. Mein Wort war vielleicht. Das steht. Denkt ihr wirklich so schlecht von mir? Im Gegenteil. Ihr habt eure Freiheit bewahrt unter den Franzosen, indem ihr geschickt euer unverzichtbares Geschäft führt. Ich respektiere euch sehr. Doch ich wäre ein Narr, würde ich einem so klugen Menschen so schnell trauen. Welch scharfes Auge und welch Engelszunge ihr habt. Da ihr mir also nicht geben wollt, was ich wirklich will, hoffe ich, ihr seid bereit, mir euren Respekt auf andere Art zu erweisen. Es ist gut möglich. Ich brauche einen vorsichtigen und wachsamen Mann, der den Gouverneur ausspioniert. Ich muss wissen, was ihn ablenkt. Und warum er den Code Noir immer strenger umsetzt. Das Leben vieler Sklaven hängt davon ab. Ich teile eure Neugierde. Ich werde es tun. Für die Sklaven. Vielleicht gibt es doch Ehre in euch. Ihr braucht eine Verkleidung. Bitte, zieht das hier an. Eine Sklavenkleidung? Ja. Was bezweckt ihr mit dieser Demütigung? Wollt ihr zusehen, wie man mich wieder einfängt? Demütigung? Verachtet ihr eure versklavten Brüder denn so sehr? Achtet ihr denn irgendjemanden? Oder sind wir nur Spielfiguren für euch? Das würde euch so passen. Das ist kein Trick. Es ist nur das... Nun. Gouverneur de Fayet wird eine Soiree abhalten und glaubt ihr es oder nicht, ich bin nicht eingeladen. Eine solche Veranstaltung bedeutet, dass viele Dinge zu seiner Villa geliefert werden müssen. Da kommt ihr ins Spiel. Mit der Kiste könnt ihr unter den Warenlieferanten untertauchen. Wenn ihr drin seid, beobachtet ihr unseren guten Gouverneur. Werden die Aufseher einen Mann mehr nicht bemerken oder ist euch mein Wohlergehen nicht so wichtig? Ich traf noch nie einen Aufseher, der Sklaven unterscheiden konnte. Nichtsdestotrotz, seid vorsichtig. Ich spüre, dass ihr ebenso klug wie stark seid. Ihr findet einen Weg. Ja, Ma'am. Da kommen sie. Reiht euch ein. Seid vorsichtig. Was geht da hinten vor sich? In die Reihe! Haben es nicht bemerkt, solche Trottel. Wer bist du? Ein Freund. Hast du dir einen Spaß? Nein. Du bringst uns den Tod. Bin übrigens auch unbewaffnet. Ist nämlich aber gar nicht schlimm. Ich habe nämlich gerade eben schon irgendwie 20 Leute mit den Fäusten K.O. gehauen. Du bist zu unterwürfig. Deswegen. Denke ich auch ohne Waffen. Da kommen. Aua! Was soll denn das? Sie laufen doch auch nicht in der Reihe. Excellent. Stellt die Kisten da ab. Cher Monsieur. Okay. Und jetzt? Also,
Genug Däumchen gedreht. Zurück an die Arbeit. Hier muss es eines Königs würdig sein, wenn meine Gäste eintreffen. Faule Bastarde, man sollte sie auspeitschen. Man sollte mich ehren, wirklich. Mich ehren dafür, wie geduldig ich bin. Alter, harter Arschloch. Ich würde am liebsten alle verprügeln. Meine Füße tun weh. Was bringt es zu jammern? Ich werde es mir merken. Still jetzt! Freund, wechselt die Wache hier häufig? So oft wie der Tag zur Nacht wird. Hab dann. Wenn du ein Freund bist, beweise es. Werde ich machen, indem ich hier jeden umbringe und oder K.O. haue. Wieso kommt der? Egal. Der einzige Nachteil, wenn wir unbewaffnet sind, wir können nur einen gleichzeitig platt machen. Ich würde eigentlich die Waffe von dem nehmen. Ja, ich glaube, hiermit können wir nicht schleichen. Ich werfe die mal wieder weg. Okay, da sind Wachen. Wie stellen wir es am besten an? Oh, ich hasse die Nachtschicht. Ich bete, dass mir das nicht passiert. Wenn das so weitergeht, sitzt du dir immer hier fest. Ich dachte immer, ihr an der Villa wäre es irgendwie interessant. Ich kriege nie etwas Gutes zu hören. Gut, die haben dich jetzt getrennt. Schade, dass man nicht so geduckt laufen kann. Ist da irgendwas dabei? Hier ins Gebüsch. Scheint der da aber gehört zu haben. Ändert sich aber trotzdem nicht. Ich habe einen Plan. Aus dem Gebüsch raus. Perfekt. Was glaubst du, worüber die denn schnell rein? Dieu se le sait. Aber ich hoffe, es ist etwas aufregend. Du hast recht. Hier es bin ich, Junge. Wie sind das auf einmal zwei? Dürfen wir entdeckt werden? Ich hoffe mal. Komm her. Alter, das nicht mal TKO. Hier rein. Dann das Adlerauge. Okay, funktioniert nicht wie Unity durch Wände hindurch. Der ist aber einer. Oh, der will Alarm schlagen. Also da steht nicht, dass wir nicht entdeckt werden dürfen. Ach Gott. Aber ich meine das schon nicht, dass ich nicht entdeckt werden darf. Egal. Also aus der Karte auch nicht so aus, als ob da mehrere wären. Ach, alles wieder von vorne. Das kriege ich hin. Ich komme jetzt, glaube ich, hier lang. Ja. Ja, tut er doch nicht.
Rein da. Mich hinterher. Und den plündern. Ich bete, dass mir das nicht passiert. Wenn das so weitergeht, sitzt du für immer ihr fest. Ich dachte immer, ihr an der Villa wäre es irgendwie interessant. Ich kriege nie etwas Gutes zu hören. Könnte man die hier eigentlich in den Dingern hier verstecken? Ah ja, ging. Also wie ich es gemacht habe, ist ja schon ganz gut. Das habe ich gerade eben nicht gemacht. Oh nice, er hat ein Wurfmesser fallen gelassen. Habe ich schon so eins? Wie kann ich denn die Waffe nicht aufheben von dem? Leg doch das Messer, ich will's aufheben. Ja, Mist. Was glaubst du, worüber die Waffe sind? Dieu seul le sait. Aber ich hoffe, es ist etwas aufregend. Du hast recht. Es ist lange eher, dass hier mal was los war. Die trennen sich jetzt auch. Oh Mist, wie sieht er das? Okay, schnell die K.O.-Typen jetzt wegräumen. Nicht den hier aufheben. Schnell. So. Noch plündern die Typen. Ich hoffe, er sieht die jetzt nicht. Ich dürfte ihn nicht sehen, aber hier bei dem gucken die Beine hier ein bisschen raus. Hier bin ich, du Trottel. Ich pfeife hier rum, der merkt das jetzt echt nicht. Ah, gut. Perfekt. Ich werde auch die Almosen klauen. Hier dann schnell rein. Und auf ins nächste Gebüsch. Ich frage mich, ob der das jetzt sieht. Oh, der hat sich umgedreht, der Typ. Aber das sieht er nicht. Als ob er es jetzt nicht gesehen hat. Genial. Den wollte ich nicht aufheben, ich wollte pfeifen. Weg mit dem. Ja, perfekt, der kommt jetzt. Wer sieht mich? Mist. Schnell ins Gebüsch. Könnte auch gut sein, der wird mir jetzt sicher folgen und dann hole ich mir den einfach. Alter, one in close line. So. Alter, barfuß diese erstmal das Ding hier aufgetreten. Ich glaube mir aber, komme ich ins Haus rein? So anscheinend nicht. Ist einer tatsächlich? Plündern. Nochmal richtig reintreten. Bumm, Junge, verdient.
wenn wir hier reinkommen? Hier vielleicht? Die Expedition kostet mehr, als unsere ursprüngliche Berechnung nahelegte. Es heißt, ihr hättet einem Mädchen von Bastien ein Juwel im Wert der halben Flotte geschenkt. Erklärt das den fehlenden Betrag? Was ist mit meinem Geld mache, ist meine Sache. Was ist mit den Geldern vom letzten Monat? Navigation ist eine kostspielige Wissenschaft. Das ist wohl wahr. Wenn man jeden Faden mit parfümierter Seife misst. Versteck erreichen. Nicht leichter als das. Perfekte Landung. Wenn kein passendes spanisches Schiff verfügbar ist, warum kein französisches nehmen? Wollt ihr einen Krieg anfangen? Der Frieden zwischen unseren Ländern ist brüchig. Wir können uns nicht lassen, irgendeinen Verdacht zu erregen. Euer Name wird mit meinem in die Geschichte eingehen, wenn ihr mir die Gelder und das Schiff besorgt. Danke, doch ich muss eine teure Kolonie regieren. Bei den vielen Sklaven, die ihr einführt, dachte ich, ihr hättet genug Gold. Selbst Zwangsarbeit ist nicht umsonst, mein Freund. Sklaven müssen teuer ersetzt werden. Auch Sklavenschiffe dürfen von besserer Navigation profitieren. Weniger Unglücksfälle. Nun, das ist interessant. Okay. So. Würde ich sagen, hole ich mir die hier. Darf jetzt hoffentlich entdeckt werden. Sonst, wo ist hier noch einer? Da. War das nicht sogar der Gouverneur? Wie dieser Vorfahrt klein. Hä? Was ist das jetzt? Das war kein Zivilist, der hatte ein Schwert. Och Gott. Wenn ich jetzt die komplette Mission von vorne machen muss, schneide ich das aber. Ah, zum Glück nicht. Gut. Das Problem ist, die sind jetzt alle neu gespawnt einfach. Ich such mal leiser. Du möchtest kämpfen, bon? Nein, Herr. Komm schon, du bist doch stark. Elende Trinker. Tut ihm weh und dann bekommt ihr es mit mir zu tun. Violent, nein! Ich lege dich übers Knie! No! Ich mach, was ich will! Alle mir! Leck dich, Knie! Halt mir auf! So, komm schon, zeig, was du kannst, Junge! Ja, jetzt kann er nichts mehr. Kommen wir hier über die Mauern raus? Nein. Das heißt, hier muss durch den Haupteingang tatsächlich raus. Glaube ich das nicht, aber trotzdem. Sag, was ihr könnt, Jungs. Alter, ich find's so geil, wie man einfach im Faustkampf eine komplette Armada weghaut. Gut, der Armada ist jetzt übertrieben, aber trotzdem. Hops, hops. So, tickt wieder rein. Den wir K.O. gehauen haben. Alors, was habt ihr erfahren? Der Gouverneur überschätzt sich. Trotz seiner Wachen hätte ich ihn mit eigenen Händen töten können. Er hätte es verdient. Warum glaubt ihr, dass ihr ihn braucht? Ich halte Freunde in der Nähe und Feinde noch näher. Auf welcher Seite steht ihr? Sagt ihr mir, was ihr erfahren habt? Wer lenkt ihn ab? Ein dreister Forscher, Gaudin,
bettelt beim Gouverneur um Geld. Es geht um eine Expedition und Navigationstechniken. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Hat sich mein Netzwerk gegen mich verschworen? Glaubt der Hafenmeister, ich gebe ihm die besten Mädchen, weil ich nett bin? Wünscht ihr, dass ich weiterforsche? Ich gebe zu, als Mann der See fasziniert mich die Wissenschaft der Navigation. Nein. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr wollt, aber geht, ich muss nachdenken. Das war's. Geil, alles geschafft. Ich muss sagen, ich bin nice. Habe ich zum ersten Mal geschafft, aber niemanden verraten. Ja. Ist doch ganz gut. Ist doch direkt hier wieder hin. Gut, dann machen wir das noch. Nach den Helfen jetzt nicht. Gehen wir davon aus, dass jetzt ein paar Stunden vergangen sind. Hey, es sind nur 5 Minuten vergangen, aber hey, tun wir so, als wären es 3 Stunden oder so. Bastien, ich fürchtete, die Depression hätte dich uns entrissen. Niemals. Ich lasse mich von diesen Maulhelden nicht ausbooten. Der Preis wäre zu hoch für die Sklaven. Und für deinen Stolz. Spielt das eine Rolle, solange ich für ihre Freiheit kämpfe? Was immer es entfacht hat, ich bin erfreut, wieder Feuer in deiner Stimme zu hören. Wie kann ich helfen? Dieser Forscher, Godin. Was ist sein Anliegen hier? Kannst du es rausfinden? Welche Geheimnisse er auch hat, ich finde es raus. Fang an beim Hafenmeister. Er sieht jeden, der kommt oder geht. Er hätte mich informieren sollen. Ich frage mich, ob wir beim Hafenmeister dann auch jetzt unsere Schiffe, beziehungsweise unser Schiff upgraden können. Ja, immer nur eins. Wir haben unsere Waffen wieder. Nice. Ein Suchtrupp wurde entsandt, um die gestohlenen Schiffe zu holen. So, die machen mal kurz Platz hier. Komm schon, kommt her. Übrigens, ich habe herausgefunden, ich habe das Blut ausgestellt. Habe ich natürlich jetzt wieder reingemacht. Und Untertitel habe ich auch angemacht. So, befreien. Und nachladen. Es ist noch nicht vorbei. Ich hab die hier auch noch aufgeschreckt, was soll denn das? Er will wieder schießen. Ein schicker Schild, bitte. Ach, befreien wir die mal schnell. Mach mal einen Abgang, Junge. Der hat mich gesehen. Komm her, Junge. Komm her. Ach Gott. Nichts ist da. Mensch, wollte er mich erschießen. Gott hat euch geschickt, oder? Ich werde nie wieder an ihm zweifeln. Erfülle deine Ahnen mit Stolz. So. Ist doch ganz gut, würde ich sagen. Belausche mir noch kurz den Hafenmeister. Gebe ich den Verlust von 3 Frachtschiffen von der Grenze von Saint-Domingue bekannt. Vermutlich wurden sie Opfer von Piraten. Ein Patrouillenschiff wird entsendet, um das Leibbuch und Überlebendes zu suchen. Bitte schließ diese Männer. J'ai mes ordres, va voir ailleurs.
Mal nach, wie schleiche ich mich da am besten ran? Patrouillieren zwei. Hat nichts gemacht, lass mich in Ruhe. Hier darf man sich aufhalten, hier ist Aufenthaltsrecht. Schnauz hier beiden. Los, greif an, Junge. So, hat niemand gesehen. Wo soll ich lauschen? Hier. Gouverneur de Fayette erwartet, dass Monsieur Gaudins geodätische Expedition mit allem ausgestattet wird, was er verlangt. Die erste Anfrage ist eher ungewöhnlich. Monsieur Gaudin wünscht aus Gründen der wissenschaftlichen Dokumentation drei schreibkundige Sklaven. Woher sollen Sie das können? Der Code Noir verbietet. Vielleicht gibt es so einen Arbeiter unter euren Haussklaven. Ihr könntet es ihm persönlich mitteilen. Es wird gut belohnt. Und was sollen Sie tun? Notizen machen, schätze ich. Kann denn keiner der Forscher Notizen machen? Nicht, wenn sie gleichzeitig Instrumente bedienen müssen. Müssen Untersuchungen abschließen. Ja, es war echt so schlimm früher, dass sie sich so angestellt haben. Ja, das soll ein Sklave machen, aber sind sie ganz sicher? Gibt es denn keinen Weißen, der das machen kann? Ja, so schlimm war es damals. Aber hilft nichts, ist alles Vergangenheit. Dann würde ich sagen, mit diesem schönen Ausblick gerade, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.